ich dann annehme, dass bei euch eine Annahme besteht, dass ich das einfach so machen kann. Dass ich teilweise die Anschuldigung bekomme, arrogant zu sein. Hey Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem YouTube-Video. Herzlich willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Ich sitze gerade in der Palm Kitchen. Ihr wisst, das ist das Restaurant, wo ich hier gerade auf Bali eigentlich sehr viel Zeit verbringe, weil es hier super cleanes Essen gibt und die Meals einfach richtig enjoyable sind und ich bei mir keine richtige Küche habe, beziehungsweise einfach dieses selbstgekochte Essen mir hier gar nicht geschmeckt hat, weil es irgendwie an Gewürzen gefehlt hat und, ach, keine Ahnung, es ist alles einfach nicht so wie zu Hause. Und hier ist es fast besser als zu Hause, aber nur fast. Deswegen komme ich hier aktuell eigentlich jeden Nachmittag hin und esse mindestens zwei meiner Meals. Ich warte auch gerade auf meine nächste Mahlzeit, auf die ich mich sehr freue. Zeige ich euch gleich, was es gibt. Ich dachte mir, für das heutige Video machen wir mal einen ganz entspannten, ganz chilligen und schnacken mal eine Runde. Denn ich habe in letzter Zeit so viele Nachrichten von euch bekommen. Übrigens, Leute, ich freue mich über jede einzelne Nachricht von euch, egal was es ist. Auf Insta, auf YouTube freue ich mich wirklich unnormal doll, wenn ihr meinen Weg begleitet, wenn ihr supportet, wenn ihr Fragen habt. Ich probiere immer zu helfen. Immer für euch da zu sein. Also schreibt mir gerne immer euer Feedback. Ich bin sehr, sehr dankbar, wenn etwas zurückkommt, weil ich produziere Content immer und dann ist es manchmal schwierig, weiter zu produzieren oder zu wissen, wie es ankommt, wenn ich eben kein Feedback von euch bekomme. Deswegen bin ich sehr dankbar. Und es kam in letzter Zeit sehr viele Nachrichten, dass ihr es cool findet, dass ich jetzt noch alleine weiter auf Bali bleibe und dass ihr euch wünscht, vielleicht den Mut zu haben oder die Möglichkeit zu haben, das Gleiche zu tun. Dass ihr länger auch schon mit dem Gedanken spielt, so etwas zu machen, aber dass euch immer etwas abgehalten hat und dass ihr es sehr an mir wundert. Wie gesagt, was mich sehr freut, wenn ihr mir solche Nachrichten schreibt. Nur das hat mich sehr zum Nachdenken gebracht, weil ich dann annehme, dass bei euch eine Annahme besteht, dass ich das einfach so machen kann, dass mir das einfach so zugeflogen ist und dass ich vielleicht einfach Glück hatte. Darüber möchte ich heute ein bisschen sprechen und auch, was es damit zu tun hat, dass ich teilweise die Anschuldigung bekomme, arrogant zu sein und warum ich nicht arrogant bin. Alright, wir haben hier Purple Sweet Potato, also lilane Süßkartoffel, die übrigens ultra gut schmeckt. Ich weiß gar nicht, ob es die in Deutschland, Österreich, Europa gibt. Bestimmt irgendwie. Habt ihr auf jeden Fall hier zum allerersten Mal gegessen. Und feiere ich sehr. Dann gibt es Kartoffeln, ganz normale, mit, also eigentlich eine Pellkartoffel. Und Chicken, 100 Gramm Chicken. Du kannst dir auch deine Mengen sagen, die du haben möchtest, dann machen wir das genauso. Und die wiegen das dann wirklich ab vor deinen Augen. Chicken Teriyaki. Und was ich jetzt gerade mal neu probiere heute. Irgendwie gebratene Mango. Nee, gebratene Ananas. Mm. Und koreanisches Kimchi. Mega, hübsch. Okay, wo fangen wir an? Euer Wunsch, ein ähnliches Leben bzw. einen ähnlichen Lebensstil wie ich zu führen. Vor dem Hintergrund, viel reisen zu können, von jedem Ort aus arbeiten zu können, selbstständig zu sein, vielleicht auch in der Öffentlichkeit zu stehen, Social Media Account zu haben. Diese Dinge habe ich mir lange erarbeitet, die standen schon ganz früher auf meiner Zielliste und ich habe für sie schon ganz früher angefangen zu arbeiten. Und diese Arbeit war sehr häufig sehr undankbar. Bedeutet, dass nicht immer das dabei herausgekommen ist, was man sich gewünscht hätte. Und dass der Progress manchmal sehr, sehr langsam gewesen ist, dass ich wirklich auch Tage hatte, wo ich einfach nur das Ganze lassen wollte. Es gibt auch heute immer Tage, wo ich diese Kamera nicht aufstellen möchte, wo ich nicht so ersprechen möchte, weil man sich einfach nicht danach fühlt, sich selbst nach außen zu tragen. Nur das ist dann eben genau das, was man an Opfern bringt dafür, um langfristig erfolgreich zu sein. Versteht mich nicht falsch. Ich bin noch lange nicht da, wo ich eines Tages sein möchte. Ich möchte noch so viel weiterkommen. Und genau das ist es, wofür ich gerade Tag für Tag weiterarbeite. Es hat sich seit Beginn meiner Journey eigentlich nichts verändert. Sei es jetzt meine körperliche Journey oder meine berufliche Journey. Ich mache immer noch Tag für Tag dieselbe Arbeit, beziehungsweise denselben Grad an Anstrengung der Arbeit und bin einfach weiterhin kontinuierlich, weil es ist eben genau diese fucking Kontinuität, sorry, dass ich das so sagen muss, aber es ist wirklich einfach eine fucking Kontinuität, die uns ans Ziel bringt. Und genau das ist es, was den allermeisten einfach fehlt, die Kontinuität in eine Richtung etwas zu machen, was einfach nicht schön ist, was nicht immer Spaß macht und die Dinge zu tun, von denen man langfristig weiß, man profitiert davon, die einem aber kurzfristig einfach Schmerz bereiten und die eklig sind kurzfristig. Und alles, was ich mir erarbeitet habe,
ist durch erstens den Mut entstanden, etwas Neues zu probieren und den Mut entstanden, sich zu zeigen und dann den Mut, etwas kontinuierlich in eine Richtung durchzuziehen, die Disziplin, etwas kontinuierlich in eine Richtung durchzuziehen und dann einfach zu schauen, was dabei rumkommt. Und dann ist es kein Glück mehr, wenn etwas Gutes dabei herauskommt, sondern ist es einfach ein fucking Resultat von deiner Arbeit, wenn etwas Gutes dabei herumkommt. Natürlich gibt es mal ein Fail und natürlich gibt es mal ein Erfolg. Das heißt, natürlich hat man auch manchmal Glück, wenn dann etwas gut geht, vielleicht schon beim ersten Mal, anstelle von beim zweiten Mal. Aber dann gibt es genauso die Momente, wo etwas erst beim fünften Mal klappt. Ja, das heißt, es ist ein bisschen Trial and Error und man darf sich einfach niemals von Misserfolgen entmutigen lassen. Und damit ist es mir einfach so ein unnormal großes Anliegen, dass ihr versteht, wenn ihr solche Aussagen trefft, wo ich wünschte, ich könnte das auch oder ich wünschte, ich wäre auch so mutig. Es liegt alles in eurer Hand. Es liegt alles in unserer Hand, egal was wir schaffen möchten, egal welche Person wir werden möchten. Es ist einfach alles unsere eigene Entscheidung darüber, was wir uns trauen zu tun und was wir bereit sind, dann im Laufe der Zeit zu investieren. Und müsst ihr im Laufe der Zeit härtet man ab und gewinnt neue Erfahrungen und lernt dazu. Dadurch, dass man sich einfach Dinge traut, die sich andere nicht trauen, macht man Erfahrungen, die andere nicht machen. Und hat dadurch vielleicht auch in einigen Hinsichten mehr Wissen bzw. mehr Erfahrung als andere. Was nicht bedeutet, dass man dann im Endeffekt wertvoller ist oder von sich denken muss, dass man etwas Besseres ist oder dass man wertvoller ist, ganz und gar nicht. Was aber einfach ein Fakt ist, dass man mehr erreicht hat als andere und mehr in einigen Bereichen weiß als andere. Und wenn man dann einfach so auftritt nach außen, wie diese Person, die man geworden ist, oder vielleicht auch wie diese Person, die man gerne noch werden möchte, weil wenn wir jemand werden möchten, wenn wir uns entwickeln wollen, dann ist es der erste Step, sich so zu verhandeln, wie diese Person eben handeln würde. Wenn ich eine Olympiathletin sein möchte, dann muss ich mich so verhalten wie eine Olympiathletin. Dann muss ich mich mit diesen Athleten umgeben und einfach in meinem Kopf mir vorstellen, als würde ich einfach dazugehören. Wenn man eben genau diese Attitude nach außen strahlt, dann ist das für andere Menschen häufig misszuverstehen mit Arroganz. Und Arroganz ist für mich, bedeutet das, auf andere runterzuschauen, sich als etwas Besseres zu fühlen und andere auch schlechter zu behandeln. Und nur weil du selbstsicher bist, selbstbewusst bist, weißt, was du kannst, was du vielleicht noch nicht kannst, wo du hin möchtest, deine Ziele aussprichst und einfach auch dorthin gehst, in sicheren Schritten, heißt es nicht, dass du auf andere runterschaust oder heißt es nicht, dass du dich als etwas Besseres fühlst als andere, sondern es heißt einfach, dass du auf dich selbst schaust. Selbstsicher sein heißt, auf dich selbst zu schauen und dich seiner selbst sicher zu sein und gar nicht die Notwendigkeit zu haben, sich mit anderen zu vergleichen oder auf andere zu schauen. Und das bedeutet für mich Selbstbewusstsein. Nicht die Notwendigkeit zu haben, sich mit anderen in einigen Hinsichten zu messen. Natürlich, ich befinde mich im Bodybuilding-Sport, dann misst du dich auf der Bühne mit anderen. Aber grundsätzlich, was das Leben angeht, du misst dich nicht mit anderen, sondern du schaust dorthin, wo du hin möchtest. Und andere, die höher stehen als du, können dich dann vielleicht inspirieren, dorthin zu kommen. Deswegen mein Rat an euch, wenn ihr das Gefühl habt, dass andere auf euch arrogant wirken, dann schaut als allererstes auf euch und fragt euch, warum ihr euch davon einschüchtern lasst. Vielleicht sind sie wirklich arrogant und dann ist es auch irgendwie nicht so cool, aber dann fokussiert euch trotzdem nur auf euch selbst, weil das Einzige, was ihr verändern könnt, ist, wie selbstsicher ihr persönlich auftretet und nicht, was eine andere Person vielleicht über sich selbst oder über euch denkt. Und wenn euch der Erfolg einer anderen Person triggert und ihr diese Person dann als arrogant abstempelt, um euch selbst eine Ausrede zu geben, warum diese andere Person vielleicht erfolgreicher ist als ihr selbst, dann auch hier, schaut wieder auf euch. Und das muss ja gar nicht so sein, dass ihr das mit Absicht macht. Aber wenn in euch diese Gefühle von Ablehnung zu einer anderen Person sind, macht euch bewusst, dass das immer nur von euch kommt. Und dann kommen wir wieder zu dem Punkt, dass alles in unserer eigenen Hand liegt. Dass wir selbst die Entscheidungen treffen können, Dinge zu verändern, Dinge zu starten, Dinge zu beenden, Beziehungen zu beenden, Beziehungen zu starten, neue Jobs zu starten, Jobs zu beenden, unsere Gesundheitsjourney, unsere Bodybuilding-Journey, unsere Fitness-Journey zu starten. All das liegt in unserem Entscheidungsbereich, genauso wie es in unserem Entscheidungsbereich liegt, uns mit unserer mentalen Gesundheit auseinanderzusetzen. Und wenn du dich jetzt angesprochen fühlst, dann
ist es eigentlich cool. Denn ich habe richtig geile Neuigkeiten für uns alle. Ich habe mich dazu entschieden, wieder 2 meiner Live-Coaching-Plätze zu vergeben. Ich habe jetzt seit Mitte letzten Jahres kein Live-Coaching mehr angeboten, weil es für mich sehr zeitaufwendig ist, noch sehr energieaufwendig. Aber ich möchte einfach unbedingt 2 Frauen von euch helfen, eine unnormal krasse Transformation zu durchleben. Es hat mich in der Vergangenheit so unglaublich glücklich gemacht, Frauen auf ihrem Weg zur, eigentlich ist der Weg zur Selbstfindung, zu begleiten und 8 Wochen lang extrem intensiv zu coachen. Ihr wisst, Alena und ich haben das Trainings- und Ernährungscoaching, bei dem wir euch helfen, vor allem eure optischen Ziele zu erreichen und euer Essverhalten zu regulieren, all das Ganze in Check zu bringen. Mir ist es aber so unglaublich wichtig, auch ein Coaching anzubieten, was den dritten Faktor, und zwar die mentale Komponente, maximal intensiv mit einschließt. In meinem 8-wöchigen Live-Coaching besprechen wir vor allem den Weg dahin, dass du glaubst, dass du jedes Ziel erreichen kannst. Dass du jedes Ziel erreichen kannst, dass es keine Limits für dich gibt. Und dann natürlich auch, wie du jedes Ziel erreichen kannst. Das ist im Endeffekt das Endziel dieses Coachings. Zu verstehen, okay, ich kann jedes Mal ein Ziel erreichen. Und wie kann ich jedes dieser Ziele erreichen? Und das Ganze funktioniert über eine, wie gesagt, maximal intensive Betreuung. Nur über mich. Über 8 Wochen, 24/7 stehen wir im Kontakt. Wir haben mehrfach wöchentliche Coaching-Calls. Wir sprechen über deine mentalen Glaubenssätze. Wir sprechen über deine Lebenseinstellung. Wir sprechen darüber, wie du kontinuierlich jedes deiner Ziele erreichst. Und wenn du bereit bist für so eine Journey, dann musst du aber auch bereit sein, extrem viel in dich selbst zu investieren. Du musst Zeit investieren, du musst Geduld investieren, du musst Schmerz investieren und du musst auch finanziell bereit sein zu investieren. Weil so eine Transformation, die passiert nicht mal eben einfach so. Die braucht unglaublich viel Commitment und die braucht eine unglaublich intensive Betreuung. Und genau die möchte ich dir auf deinem Weg bieten. Wenn du also der Meinung bist, dass ich mit dir arbeiten sollte, um dich zu transformieren, dann schau in den Link in der Bio, bewirb dich fürs 8-wöchige Live-Coaching. Meine allerliebste Janine wird sich bei dir melden und schauen, dass ihr ein kleines Vorgespräch führt, um zu gucken, ob wir zueinander passen. Und wenn ihr beide der Meinung seid, yes, das könnte passen, dann machen wir ein zweites Gespräch, wo wir dann gemeinsam uns anschauen, was genau überhaupt die Inhalte des Coachings sein werden, was wir machen und wie wir dich dazu bringen, dich um 180 Grad zu wenden und daran zu glauben, dass du jedes Ziel erreichst und dann im Endeffekt dich selbst jedes Ziel erreichen zu lassen. Danke fürs Anschauen des Videos, Leute. Ich freue mich auf eure Bewerbungen. Ich freue mich natürlich auch, wenn ihr generell aus dem Video mitnehmen konntet, dass wir einfach Schmied unseres eigenen Glückes sind in jeglicher Hinsicht. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bye, 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 bye.